Moin und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Wir sind im letzten Part hier im himmlischen Paradies angekommen und es ist anfänglich noch, man muss sagen, es ist ziemlich leicht, ja, muss man sagen. Da darf man die Augen nicht verschließen, so wie Wichtel oder Pechtel gerade hier, ne, du kleines Schwein. Pack mal da deine Augenhaube weg, sonst würde dir, sonst fahr ich dir hier noch eine Klatsche. Du Schwein. So. Ja. Hätten wir das geklärt. Wir sind im himmlischen Paradies und es ist noch eine ziemlich leichte Sache, hier durchzukommen. Noch. Ja. In Bezug auf noch. Das wird sich natürlich irgendwann ändern. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass es anfänglich erstmal so bleibt. Und wir natürlich keine Probleme haben werden, um die Gegner hier zu klatschen. Gut, das war punktemäßig eine richtige Niete, aber ansonsten geht es mir gut. Ich wollte gerade nur noch Verspeisers Ultisil nochmal drücken, weil die macht ziemlich viel Schaden. Aber leider wurde daraus nichts. Naja, ist egal. Scheiß drauf. Weiter geht's mit dem nächsten Level und hier haben wir direkt Baku. Also ihr seht, es ist quasi ein konstanter Durchlauf. Wir laufen gerade quasi wirklich durch, haben keine Probleme. Ich achte zwar nicht auf die Lebensanzeige von mir, aber die sollte jetzt auch nicht so krass überfordert sein oder strapaziert werden. Jetzt machen wir ganz kurz die Combo voll. Und dann hoffen wir mal, dass in der Fliegenphase alles ready ist. Spoiler HD? Nein, das ist nicht. Wer hätte das kommen sehen, Kai? Ich wette leider die wenigsten. Ich meine, wir haben jetzt zwar nicht Chogun als Ultiseel, aber ich sag mal so, bei den Gegnern müsste es trotzdem reichen. Ja, klar. Ist ja auch total easy hier. Ich fühle mich total unterfordert gerade. Mal gucken, wie der Boss ist. Ah, an den Boss will ich gerade erst gar nicht denken, ey. Ohne Witz. Warte mal kurz. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Und mir fällt gerade auf, hey, wir haben in diesem Spiel gar nicht gegen Gerippe gekämpft. Kann das sein? Taucht er hier überhaupt auf? Gute Frage. Und wenn Gierippe nicht hier ist, wo ist dann Goldrippe? Fragen über Fragen, die sie über unsere Köpfe hinweg erschlagen und ich kann euch nicht sagen, was ich dazu sagen soll. Sag mal, Intrigo, jetzt hast du aber Bock, ne? Ja klar, natürlich. Ich kämpfe gerne gegen dich, Kai, lol. Oh, dankeschön. Danke. Sehr nett von dir. Sehr höflich, auf jeden Fall, ne? Dass er gegen uns kämpfen möchte. Leider wollen wir nicht gegen dich kämpfen, also mach dich vom Acker! Du Schwein! Ja, ich überlege gerade ernsthaft, welcher Boss uns als nächstes erwarten könnte. Oder generell hier als nächstes erwarten könnte. Ist das Captain Leck vielleicht? Weil wir haben ja in Petzling angefangen. Und dort wie war das dort? Ach, wir haben ein Fragment bekommen. Cool. Da haben wir, glaube ich, gegen Captain Kenta gekämpft. Da hieß der Captain Kutter. Kutterkan? Ich habe keine Ahnung. Immer diese ganzen Captain- und Kutter-Geschichten. Ich fühle mich hier gerade noch wie, als wäre ich bei, weiß ich nicht, bei Captain Blaubeer, Mann. Captain Blaubeer, sein Vater. Aber gut. Also ich persönlich glaube, es ist das Recolor von Captain Kenta. Der Boss aus Petzling. Nein, nicht Petzling.
Der Boss aus Stadenstedt. Wir haben in Stadenstedt angefangen. So war das. Wir haben in Stadenstedt angefangen. Und dort haben wir gegen Captain Kenta gekämpft. Also ich denke mal, jetzt müsste das Recolor von Captain Kenta drankommen. Allzu sicher bin ich mir da aber nicht. Also ist jede Angabe hier ohne Gewehr. Und ohne Bajonettmesser. Und natürlich auch ohne Scharfschützengewehr. Und ohne Pumpgun. Wenn man schon diesen Gewehrwitz ausschlachtet, dann bitte richtig, ja? Jedes Mal in der Tagesschau früher, ne? Das war zum Kotzen. Ja? Nachdem dann Captain Blaubeer fertig gelaufen ist im ZDF, die haben wir natürlich direkt rübergeschaltet zu dem ARD-Abendprogramm, und zwar der Tagesschau. Und da jedes Mal am Ende von so einem alten Sack, der geklungen hat wie so ein vercrackter alter Typ auf irgendwelche Substanzen, die man sich wegrauchen kann. Und jedes Mal am Ende so, und jetzt die Lottozahlen. Oh ja, das und das ohne Gewehr. Und ich so, leck mich! Ich hab kein Gewehr zur Hand. Na, aber ich dachte, ganz ehrlich, nein, das war jetzt übertrieben, aber ich dachte früher wirklich immer, dass mit Gewehr halt auch das Gewehr gemeint ist, ne? Und ich nur immer so, hä? Was für Gewehr? So, was hat denn Lottospiel mit einem Gewehr zu tun? Sind wir auf dem Schießplatz oder was? Bitte lasst mich in den Kommentaren hoffen, dass ich nicht der Einzige war, der diesen Gedanken gehegt hat. Okay. 75 Wappens oder weniger. Ach, jetzt geht's auf einmal wieder los oder was? Jetzt wird's wieder ein bisschen schwieriger. Wobei das noch machbar ist. Das ist noch eine ziemlich machbare Aufgabe, aber ich meine, haben wir im endlosen Inferno nicht angefangen mit der Challenge, die da heißt. Puh. Lasse irgendwie 100 oder weniger Wappens platzen und jetzt haben wir hier diese Challenge. Okay. Kein Problem. Wenn das Spiel meint. Okay. Fast alles ready. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg zur Tagesschau, die uns heute die Lottozahlen vorliest. Und wir nehmen das Wort Gewehr in den Mund, sonst klatscht es. So, und auch hier wieder Easygoing. Und das sollten auch unter 75 Wappwops gewesen sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Grob überschlagen waren es vielleicht 40, 50. Oh, wir haben sogar 3 Sterne, weil wir Maximum N mitgenommen haben. Cool. Ah, ich liebe es, 3 Sterne zu bekommen, obwohl ich dafür fast gar nichts gemacht habe. Läuft bei uns. Na gut, ist es noch an der Zeit, vielleicht ein kleines Thema anzuschneiden, das ich schon mal hier und da besprochen habe? Ich würde sagen, ja, denn heute soll es mal so ein bisschen um Yo-Kai Watch Shadowside gehen. Ich denke, das habt ihr auch im Titel natürlich ganz klar erkannt. Und auf dem Thumbnail natürlich auch. Und ganz kurz zur Erklärung, was Yo-Kai Watch Shadowside überhaupt ist. Erstens, wer das nicht weiß, dem ist nicht mehr zu helfen, weil das habe ich in ein oder anderen Videos schon längst thematisiert gehabt, die schon lange in der Vergangenheit liegen. Also wer es jetzt nicht weiß, der hat wohl wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber jetzt mal hier nicht so rumpalaverisiert. Kommen wir direkt mal auf den Stand, was ist dann überhaupt Yo-Kai Watch Shadowside? Falls es da draußen wirklich noch einige Leute gibt, die keine Ahnung haben. Yo-Kai Watch Shadowside ist quasi ein neues Yo-Kai Watch Franchise, das in Sachen der Story 30 Jahre nach den Geschehnissen von Yo-Kai Watch spielt. Also es ist quasi eine komplett neue Spieleserie, die sich an Yo-Kai Watch orientiert, aber in eine etwas düstere Richtung geht, und das finde ich an sich ganz cool, je. Denn
finde, so ein neuer Feinschliff, so eine neue, düstere, erwachsenere Art, das hat der Serie auch mal ein bisschen gefehlt. Immer diese Kinderwitze und Ivanian, hast du gefurzt oder was? Das ist mir auch irgendwann echt, auf die Leier gegangen, ne? Dementsprechend, ja, finde ich es gut, dass diese Serie, diese neue Spieleserie, in eine etwas düstere und erwachsene Richtung geht. So, aber nochmal hier zur Story zurück. Die habe ich, glaube ich, gerade gar nicht so richtig erklärt. Und zwar gibt es, wie gesagt, das Geschehen ist, das 30 Jahre nach Yo-Kai Watch spielt. Das heißt, der Protagonist der Serie ist nicht mehr Nathan Adams als Ganzes, als solcher, denn er ist natürlich jetzt erwachsen. Er dürfte jetzt, glaube ich, um die 30 bis 40 Jahre alt sein. Ich schätze mal irgendwie sogar 40 Jahre. Ich glaube, im Anime von Yo-Kai Watch ist er nämlich 10. So um den Dreh herum jedenfalls. Da dürfte er jetzt quasi auch 40 sein und hat dementsprechend auch schon das erwachsene Alter eingeschlagen. Und ja, dementsprechend natürlich kann er nicht mehr der Protagonist sein. Eigentlich ja schon, möchte man meinen, denn diese Serie geht ja in eine etwas erwachsene Richtung. Das ist wohl wahr. Aber irgendwie geht es nicht um ihn groß, sondern es geht um seine Kinder. Und zwar einmal, ich glaube, Kaizume und Natsume. Diese beiden sind die Protagonisten des Spiels. Ja, Nathan hat Kinder bekommen, er hat Kinder gezeugt, er hat irgendwen geschwängert. Man fragt sich nur, von wem? Wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben ein Kind gekriegt. Ich frag nicht nur, ich liebe es, meine eigenen Pointen kaputt zu machen, indem ich mich einfach verplappere und verhasple und... Ah, ist das geil. So, nochmal. Wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben ein Kind gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Na, von mir natürlich. Von Shibanyan. Ja. Ja, selbstverständlich. Natürlich bist du es, Shibanyan, der von Nathan geschwängert worden ist. Da ist die Frage. Warst du die Frau oder war Nathan die Frau bei der Beziehung? LOL. Na ja, komm, hören wir mal besser mal auf mit der Scheiße. Ja. Wie gesagt, dieses Spiel oder diese Spieleserie oder generell dieses neue Franchise, diese Serie, diese Marke, spielt 30 Jahre nach den Geschehnissen von Yo-Kai Watch. Ich würde sogar fast schon sagen, 30 Jahre nach den Geschehnissen von Yo-Kai Watch 3. Das würde in meinen Augen sehr viel Sinn ergeben. Und in dieser Zeitschleife hat Nathan schon 2 Kinder. Und das eine Kind, Kaizume, das ist der Sohn von Nathan, der hat irgendwie gar kein Verlangen danach, an Geister zu glauben, an Yokai zu glauben, an Übernatürlichem zu glauben. Und da gibt es die Tochter von Nathan, die nennt sich Natsume. Und Natsume ist da das komplette Gegenteil. Denn sie scheint regelmäßig in eine Yokai-Detektei zu gehen. Ja, auch 30 Jahre nach Yo-Kai Watch gibt es immer noch Yokai. Wer hätte das bei diesem Titel auch kommen sehen, ne? Yo-Kai Watch Shadow Side. Die dunkle Seite. Ja, das ist schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Ne? Nice HD. Okay, perfekt. Läuft bei uns. So, ja. Das ist schon eine ziemlich dubiose Geschichte, dass Nathans eigener Sohn nicht an Yo-Kai glaubt. Das ist... Wow. Ich glaube, dieser Lelek muss mal ordentlich geklatscht werden. Was habe ich hier gerade fabriziert? Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Schon leicht ironisch irgendwie, aber hey. Jedenfalls, das Ende vom Lied ist, das Ende dieses Hauptplots ist, Nathans Sohn Kaizuke, erwischt Natsume jeden Abend dabei, wie sie zu spät nach Hause kommt, ohne einen triftigen Grund, weshalb er ihr nachspioniert und
sie dann vor einer Yokai-Detektei vorfindet. Und dann fängt dieses Mädchen aber auch wirklich an zu erzählen. Oh, moin! Dann fängt dieses Mädchen Natsume an zu erzählen, was sie dort treibt. Und dann geht die Geschichte von Yokai Watch Shadows halt so richtig los. Und das ist so der Hauptplot. Nathan hat jetzt Kinder. Er ist nicht mehr der Protagonist. Die Protagonisten in diesem Spiel sind also Kaisuke und Natsume, die Kinder von Nathan. Und ja, man darf gespannt sein, was die Story in dieser Spieleserie so alles hergibt oder generell in dieser Serie. Denn ich sage zwar immer Spieleserie, weil ich mir sicher bin, dass es zu diesem Spiel ein, oder dass es zu diesem Franchise ein Spiel geben wird. Dabei weiß man das ja nicht mal, weil, naja, es ist ja nicht mal bestätigt. Aber ich meine, warum sollten sie daraus nur ein Anime machen? Sie wissen ganz genau, hey, Yokai Watch ist in Japan sehr erfolgreich. Im Westen jetzt eher weniger. Aber hey, wenn wir das Geld in die Hand nehmen und ein bisschen investieren. Nicht so wie Capcom mit Ace Attorney, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann können wir doch vielleicht, ja doch, den Erfolg der neuesten Spielkonsole von Nintendo mitnehmen. Und das ist nun mal die Switch. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Vermutung, dass es zu diesem Anime noch eine, ja, noch ein extra Spiel geben wird. Wann das kommen wird, das wissen wir nicht. Jedenfalls ist davon die Rede, dass der Anime am 13. April diesen Jahres Premiere feiert. Und ich denke, auch da um den Dreh herum wird dann auch das Spiel angekündigt werden. Und wenn nicht dort, dann auf der E3. Das ist so meine Einschätzung. Und ich bin sehr gehypt auf Yokai Watch Shadows Side. Denn wie gesagt, ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie denn dieser Schnitt von kindlichem Flair und erwachsenem, düsterem Flair so werden wird. Wie dieser Übergang ist, ob das harmoniert, ob das passt. Yokai Watch im düsteren Stil, im erwachseneren Stil. Oder ob wir uns immer noch die Shibanian-Furzwitze anhören sollen, lol. Wir werden es sehen. Na gut, wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, ich wäre raus. Das sollte hier so ein kleines Thema sein. So ein kleiner Einschub für meine Yokai Watch Bruts. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Und dann gibt's den Boss. Ah, Yokai Watch Shadow Side. Ich raste vollkommen aus.